Die Heimserie hält weiter. Auch gegen den HSV Marienberg blieben die Handballerinnen des SV Germania Fritzlar in der 3. Liga Ost mit 22:18 siegreich. Brauchten dazu aber eine Leistungssteigerung in der 2. Hälfte. Denn mit der 1. Halbzeit seiner Mannschaft durfte Fritzlar-Coach Frank May nur bedingt zufrieden sein. Gerade was das Knacken der jeweils gegnerischen Deckung anging, da hatten die Marienbergerinnen den Domstädterinnen etwas voraus. Geduldig, manchmal fast behäbig, spielten sie ihre Angriffe aus und scheuten sich auch nicht, bis an den Rand der Passivität zu gehen. Nutzen brachte das nur deshalb nicht, weil der Rückraum um Torjägerin Evelina Kalaus-Keite, die bei Johanna Fischer in besten Händen war, immer wieder an der überragenden Vanessa Meyer im Tor scheiterte. Die hatte zur Pause bei 8 Gegentreffern schon ein Dutzend Würfe pariert, darunter 2 Siebenmeter. Als erster Trumpf der Domstädterin erwies sich Xenia Arendt. Die kam nach einer Viertelstunde bei 4-5 Rückstand, landete dann selbst bis zur 21. Minute gleich 3 Volltreffer zur 7-6 Führung und sorgte mit Übergängen an den Kreis immer wieder für Verwirrung beim Gast. Der zweite Trumpf stach ebenfalls bereits zur Pause. Der breitere Kader nämlich, den Mai konsequent ausspielte. Ob Arendt, Angela Giocca oder Hanna Punchu, wer von der Bank neu ins Spiel kam, integrierte sich sofort und nahtlos. Das verbissene Abwehrduell setzte sich in der 2. Hälfte verschärft fort. Die Gäste gingen zwar nie in Führung, glichen aber immer wieder aus. Erst als nach 44 Minuten Hanna Punchu und Evelina Kalaus-Keite beim Stand von 14:14 aneinander gerieten und die Litauerin nach einer Tätigkeit rot sah, war die Tür zum Fritzlarer Sieg aufgestoßen. Weil in der Innenverteidigung des HSV plötzlich ein Loch klaffte und Melina Horn das vortrefflich zu nutzen wusste. 2 Tore der Linkshändlerin sowie 2 herrliche Anspiele auf Hanna Punchu am Kreis ergaben eine 18:15 Führung, die Bibiana Huck vom 7-Meter-Strich auf 4 Treffer ausbaute. Die Vorentscheidung in der Partie, die weniger mit spielerischer Klasse aufwartete, dafür mit umso mehr Kampf und Spannung. Damit hatte die SV Germania Fritzlar nach Minuspunkten wieder die Tabellenführung in der 3. Handballliga Ost übernommen. Das wurde natürlich mit Ostereiern von Sonnenei nach Spielschluss noch ausgiebig mit den Fans gefeiert.